Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionshandel. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um ein Buch, und zwar The Complete Guide to Option Selling. Und wer sich jetzt wundert, das Buch haben wir doch schon mal besprochen. Jawohl, das haben wir schon mal besprochen. Und es geht darum, wir haben eine Nachfrage bekommen und deswegen werden wir das heute noch mal ein bisschen genauer untersuchen. Also es ist ein paar Wochen her und da haben wir dieses Buch schon einmal besprochen von James Gourdier und Michael Cross, The Complete Guide to Option Selling, für mich nach wie vor eines der besten Optionsbücher, was zum Verkauf von Optionen geschrieben wurden. Wer das Video noch nicht gesehen hat, wir blenden euch das hier mal ein, da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Wir machen euch auch nochmal einen Link unter dieses Video, damit ihr das Buch bestellen könnt. Ich habe es ja im damaligen Video schon gesagt, es ist für mich so ein bisschen auch ein emotionales Buch, weil es eines meiner ersten Optionsbücher war, was ich mir damals gekauft habe, weil ich einfach für mich ist damals so wirklich so der Groschen gefallen und das war dann die Bestätigung, warum das, was ich tue, tatsächlich funktioniert. Und deswegen nach wie vor ein ganz, ganz tolles Buch, auch wenn es mittlerweile ein paar Jahre alt ist. Und jetzt haben wir hier einen Kommentar bekommen auf einem Video von YouTube, und zwar, ich lese mal ganz kurz vor, ein Teil jedenfalls davon. Bezieht sich hier auf dieses Buch, und zwar die Volatilität steht ja nicht so stark im Fokus. Sie würden auch eine Option verkaufen, wenn die Vola niedrig ist, Sie aber fundamental vom Trade überzeugt sind. Und bei Tasty Trade sehe ich auch Trader, die regelmäßig Trades mit niedriger IV bzw. IVR machen. Vielleicht kannst du kurz was zu diesem Widerspruch sagen. Ist es letztendlich nur eine Frage der persönlichen Risikoneigung? So. Und das ist eine wirklich interessante Frage, weil es stimmt in diesem Buch von Gourdier und Cross, die gehen tatsächlich kaum auf die Volatilität ein, die interessiert das eigentlich recht wenig, sondern die schauen wirklich verstärkt auf fundamentale Dinge, saisonale Muster, wie sind Ernteberichte, wie sind Rohöllagerdaten und so weiter und so fort. Wir schauen da ja schon verstärkt auf die implizite Volatilität und verkaufen vorrangig Optionen in einem Umfeld mit hoher Volatilität. Und bei Tasty Trade ist es auch so, dass die sehr, sehr häufig Aktien handeln oder beziehungsweise Aktienoptionen, wo wir eine relativ geringe Volatilität haben. Und ist das jetzt ein Widerspruch oder nicht? Grundsätzlich ist es so, es gibt natürlich kein Gesetz, das einem verbietet, auch eine Option in einem niedrigen Volatilitätsumfeld zu verkaufen. Und letztendlich muss man sagen, wenn du eine Option in einem Umfeld niedriger Volatilität verkaufst und die Volatilität niedrig bleibt, dann wird natürlich all das wirken, was sonst auch wirkt, nämlich der Zeitwertverfall. Und damit wirst du auch in so einem Umfeld Geld mit dem Verkauf von Optionen verdienen können. Ich persönlich habe in den ersten Jahren auch überhaupt nicht auf die Volatilität geachtet und habe permanent Optionen verkauft in allen möglichen Märkten. Und da war mir die Volatilität, naja, einfach auch so ein bisschen aus Unwissenheit relativ schnuppe. Ich wusste schon, dass es sie gibt, aber ich habe sie einfach nicht so stark angewandt. Im Laufe der Zeit ist dann natürlich immer mal Folgendes passiert, gerade im Rohstoffbereich. Beim Aktienmarkt ist es ja noch relativ einfach. Da weißt du ja, wenn der Markt nach oben geht, haben wir eine niedrige Volatilität und jetzt bricht auch der Aktienmarkt oder die einzelne Aktie, außer sie hat Earnings, nicht zwingend nach unten gleich weg, was einen Wohleranstieg bewirkt. Bei Rohstoffen ist das allerdings ein bisschen anders, denn bei Rohstoffen kann es immer mal wieder Situationen geben, wo die Märkte sich plötzlich extrem schnell bewegen. Und wir wissen ja, dass bei Rohstoffen die Volatilität nicht nur ansteigen kann, wenn der Preis fällt, sondern die Volatilität kann auch ansteigen, wenn der Preis steigt. Wir haben das kürzlich gesehen im Gold. Gold stieg an und plötzlich schoss auch die Volatilität nach oben. Oder wir haben das gesehen in den Getreiden. Jetzt im Vorfeld des März-Ernteberichtes, also die Vorausschau, wie werden denn jetzt die Erntezahlen, sind plötzlich in allen Getreiden die Volatilitäten angestiegen, obwohl auch die Preise gestiegen sind. Und das ist immer so ein bisschen das Handicap, was du einfach einplanen musst. Du kannst natürlich in jedem Umfeld Optionen verkaufen. Du musst aber eben immer damit rechnen, wenn du in einem Umfeld niedriger Volatilität verkaufst und diese dann plötzlich ansteigt und eventuell jetzt auch noch der Preis gegen dich läuft, dann hast du zwei Probleme. Zum einen das Problem des Deltas, das heißt, der Preis läuft gegen dich und das setzt deine Option unter Druck. Und zum anderen natürlich das Vega-Problem, die Volatilität steigt an und auch das setzt dich dann nochmal ein bisschen unter Druck und das kann dann auch schon mal heftig sein.
Ne? Und aus dem Grunde bevorzuge ich momentan oder aktuell seit mehreren Jahren eigentlich nur noch den Verkauf von Optionen, die eine hohe Volatilität haben. Jetzt ist es aber natürlich manchmal so, es gibt wenig Gelegenheiten. Ne? Gerade wenn die Märkte sehr schön stabil laufen, dann findest du wenig Gelegenheiten zu verkaufen, weil du einfach wenig Aktien hast, die eine hohe Volatilität aufweisen. Dann kannst du natürlich durchaus hergehen und sagen, okay, dann verkaufe ich eben auch mal einen Put mit einer niedrigeren Volatilität. Jetzt solltest du allerdings eins beachten, und zwar Stichwort Positionsgröße. Wenn du also bislang eine bestimmte Positionsgröße gemacht hast mit hoher Volatilität, dann solltest du, wenn es dazu kommt, dass die Vola niedrig ist und du trotzdem Optionen verkaufst, die Positionsgröße reduzieren. Das heißt, angenommen, du verkaufst sonst immer für eine Prämieneinnahme von 200-300 Dollar und verkaufst eben 4 Optionen und jetzt hast du eine niedrige Volatilität, das wird dir in der Regel ja sowieso etwas weniger Prämie bringen, dann darfst du jetzt nicht hergehen und sagen, okay, dann verkaufe ich jetzt 6 Optionen, sondern musst du eher hergehen und sagen, okay, ich mache den Trade, aber vielleicht nur mit der halben Positionsgröße und ich möchte vielleicht hier nur 100 Dollar einnehmen und verkaufe eben nur 1 oder 2 Optionen, damit du einfach im Falle dieses Volatilitätsanstiegs nicht überrannt wirst. Weil wenn du dir das mal anschaust, wenn du eine Backtest-Software hast, wie zum Beispiel OptionView, oder wenn du dir einfach mal historische Preise anschaust, kannst du zum Beispiel auf der Seite der CME, dann wirst du sehen, dass es manchmal Situationen gibt, wo eine Option sich wirklich über Nacht ver5-, ver6-fachen kann, allerdings immer nur aus einem Umfeld niedriger Volatilität heraus. Das wird niemals passieren, wenn du schon eine hohe Volatilität hast. Und deswegen ist es tatsächlich so, wer erfahren ist, wer weiß, was er da tut, kann im niedrigen Volatilitätsumfeld verkaufen. Wer Einsteiger ist, sollte wirklich nur 5-Sterne-Setups machen und dann gehört eben zwingend auch die hohe implizite Volatilität dazu. Das war's kurz und knapp in diesem Video. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare hinein, ob ihr Optionen auch im niedrigen Volatilitätsumfeld verkauft, wenn ja, welche? Wie geht ihr damit um? Was macht ihr mit der Positionsgröße? Wartet ihr lieber, bis ihr wieder ein gutes Setup habt mit einer hohen Volatilität oder sagt ihr, nein, ich verkaufe immer, bin aber mir dessen bewusst, was hier mit der Volatilität passieren kann? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ihr dürft dieses Video natürlich auch gerne zur Diskussion stellen auf Facebook, auf anderen Kanälen, wo ihr unterwegs seid. Ich freue mich über euer Feedback und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut, bye bye.